Ja, ich wollte noch mal was zu dem Thema Energie sagen. Wahrscheinlich könnt ihr euch erinnern an den Vortrag, den ich vor vielen Wochen gehalten, oder wenige können sich erinnern, den Vortrag, den ich vor vielen Wochen gehalten habe, wo ich berichtet habe, dass das Erdöl eigentlich faktisch die maximalen Förderraten überschritten hat. Ich wollte einfach mal kurz die Energiesituation beschreiben. Und auch die Bedeutung, die es für die Zukunft hat. Es ist damit zu rechnen, dass das Erdöl in wenigen Jahren in den Förderraten massiv abnimmt. Das heißt, es könnte in 10, 20 Jahren 75% oder 50% der heutigen Förderrate betragen. Das sind also wirklich Welten. Das heißt, so wie wir heute mit dem Öl umgehen, wird es gar nicht mehr gehen. Und das wahrscheinlich auch trotz der alternativen Fördermethoden wie Tiefseebohrungen, Ölsand und dergleichen, weil wenn wir die nicht benutzt hätten, dann hätten wir bereits seit 2006 das Maximum überschritten. Also das konventionelle Öl hat bereits 2006 sein Maximum überschritten. Beim Gas sind wir noch relativ kurz vom Maximum. Das heißt, wir werden spätestens im Jahr 2020, 2025 weltweit das Maximum erreichen. Danach werden auch beim Erdgas die Förderraten zurückgehen. Allerdings ist für Europa die Situation die, dass wir unser Gas überwiegend aus Quellen beziehen, die auch sehr nah am Maximum sind. Das heißt, wir sind eigentlich schon beim Überschreiten des Maximums der Fördermöglichkeiten, die uns mit Gas versorgen. Das heißt, wir haben auch keine Möglichkeit, unseren exzessiven Lebensstandard oder die exzessive Energieverschwendung mit Gas überhaupt nur noch wenige Jahre aufrechtzuerhalten. Bei der Kohle sieht es ein bisschen anders aus. Ich beziehe mich in all diesen Sachen auf Informationen eines Netzwerks der Ludwig-Bölkow-Stiftung oder eines weltweiten Netzwerks von vielen Wissenschaftlern, die zusammenarbeiten und eigentlich offizielle Zahlen verarbeiten und die in einer sehr guten Präzision arbeiten. Nachzulesen auf der Energy Watch Group, die auch der Josef Bell mit ins Leben gerufen hat. Da gibt es ein sehr, sehr langes Dokument dazu. Also bei der Kohle stehen wir theoretisch auch kurz vorm Maximum. Allerdings ist es so, dass die gesamten Ressourcen, die in der Erde sind, wesentlich größer sind als beim Gas und beim Erdöl. Also beim Erdöl und beim Gas lässt sich da fast nichts machen. Bei der Kohle, wenn man den Preis steigert, und die Kohle ist bis jetzt noch affig billig, kann man da einiges machen. Ja, ich hatte auch beim letzten Mal erzählt, dass es enorme Energieeinsparpotenziale gibt, überall in unserem Alltag. Wir könnten heute Häuser bauen, die nur ein Zehntel der Energie brauchen, was heute Häuser zum Heizen brauchen. Das sind sogenannte Passivhäuser. Ich habe auf meiner Homepage energiechance.de, wer sich das merken mag, ist alles über die ulrichsommer.net aufzufinden. Einiges dazu geschrieben. Im Stromverbrauch kann man ohnehin gewaltig runterkommen, weil wir eigentlich nicht zum Heizen Strom brauchen, sondern überwiegend für Licht, für Information. Und da gibt es heute effiziente Geräte. Das ist für einen Normalbürger überhaupt kein Problem, mit einem kleinen Invest auf ein Viertel des heutigen Stromverbrauchs zu kommen. Und auch im Verkehr gibt es immense Potenziale, wenn wir uns vernünftiger organisieren. Das heißt, jeder Bürger kann eigentlich mit einem Viertel der Energie auskommen. Dass wir es nicht schaffen, das ist auch so gewollt. Das ist eine Behauptung, aber man kann sie eigentlich tagtäglich nachvollziehen, wenn man sieht, mit welcher Gewalt Anstrengungen verhindert werden. Ich wollte aber an dieser Stelle genau vielleicht noch ein paar Worte zu den regenerativen Energien. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ich habe selber mit Begeisterung in der Photovoltaikindustrie bereits gearbeitet. Photovoltaik und Windkraft sind ganz wichtige Stützen. Nachwachsende Rohstoffe sind es nicht. Wenn wir Rapsöl auf allen Agrarflächen dieser Erde anpflanzen würden, bekämen wir rechnerisch ein Sechstel unseres heutigen Energiebedarfs gedeckt und hätten nichts mehr zum Essen. Damit, mit dieser ganz einfachen Rechnung wird ein klein wenig deutlich, was passiert, wenn wir nachwachsende Rohstoffe anpflanzen. Das betrifft natürlich nicht Abfallstoffe, die wir in sinnvoller Weise einer energetischen Verwendung zuführen. Das müssen wir tun, das sollten wir fördern. Wird natürlich nicht gefördert, weil Energie noch zu billig ist.
Aber einen Zahn möchte ich auch ziehen. Solar- und Windkraft können unseren Energiebedarf nicht decken. Sie können den elektrischen Energiebedarf relativ weitgehend decken, aber nicht den Heizbedarf, nicht die Antriebsenergien für Autos. Ich komme immer mehr dahin, ich habe selber schon ein Elektroauto gebaut. Ich halte immer weniger von Elektroautos. Sie sind nicht komplett verkehrt, aber sie haben vor allem eine ganz schlechte Wirkung. Sie bringen die Leute dazu, zu glauben, wir können einfach weiter mit großen Autos fahren und könnten es irgendwann elektrisch machen. Der Tesla Model S, dieser riesen Elektrowagen, ist eine ökologische Katastrophe. Er ist mitnichten ein Zeichen für die Zukunft, sondern das pure Gegenteil. Der ökologische Rucksack von so einem Auto ist um Welten schlechter als beispielsweise der eines 3-Liter-Lupo. Das heißt, wir müssten, wenn wir Autos fahren wollten, sehr sparsame Autos bauen, mit Verbrennern, eventuell auch mit Elektromotor, aber Größe der Autos auf die Sparsamkeit kommt es an. Und das ist etwas, was heute regelrecht konterkariert wird. Die Autos werden immer größer. Das war das nächste Thema, das ich ansprechen wollte. Ich fasse es mal unter dem Begriff freie Energie zusammen. Ich habe diese Worte schon ein paar Mal gesagt und fast jedes Mal kommt im Anschluss jemand zu mir und sagt, ja, da war doch freie Energie. Tesla, Nikola Tesla, wurde dafür vermutlich umgebracht. Ja, ich möchte es ganz deutlich sagen, zunächst einmal, ich kann nicht ausschließen, dass theoretisch eine Möglichkeit der Nutzung von freier Energie gäbe. Dazu fehlt mir das Wissen. Ich bin nicht allwissend. Ich habe ein kleines physikalisches Spatzenhirn. Ich habe mir einige Stunden zum Thema freie Energie angeschaut, auch viel zum Thema Wassermotor angeschaut. Ich habe als Maschinenbauingenieur mit einem, wie gesagt, kleinen physikalischen Wissen nicht den geringsten Anhaltspunkt von allem, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, dass irgendetwas für mich plausibel nutzbar wäre. Auch nur, dass irgendetwas mal plausibel nachvollziehbar demonstriert wurde. Mir haben allerdings schon Leute erklärt, wie der Wassermotor funktioniert haben könnte, was ökologisch kompletter Quatsch wäre. Nämlich zum Beispiel durch Verbrennung von Metallen im Wasser, wobei Wasserstoff frei würde, den man dann im Motor verbrennen könnte. Das könnte so einen Demonstrator befeuern und wäre natürlich ökologisch völlig Banane. Ja. Also, erstens, es kann sein, dass die Rothschilds, ich nenne sie einfach pro forma, ich glaube, sie fühlen sich geehrt, wenn ich das sage. Es kann sein, dass sie etwas in der Schublade haben, was wir nicht haben, ja? Kann ich nicht ausschließen. Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, führt nicht weiter. Und ich bin kein Physiker. Ich habe auch nicht die geringste Idee, in welche Richtung ich forschen sollte. Und es gibt sicher viele Leute, die Physiker sind und die eine Idee sogar verfolgen würden, wenn sie sie hätten. Die meisten Leute, die in Richtung freie Energie forschen, sind keine Physiker. Und sie forschen völlig belanglos und hilflos. Also wir sollten das sehr ernst nehmen. Es gibt derzeit keinen Hoffnungsschimmer. Ich kenne keinen und ich habe mich mein Leben lang mit Energie beschäftigt. Und ausgehend von diesem Punkt, und das ist jetzt das ganz Entscheidende, die freie Energie hat zusammen mit einigen anderen Fantastereien, wie zum Beispiel Wasserstofftechnologie, was ökologisch eine Katastrophe ist, muss ich ganz deutlich sagen. Wer es wissen will, kann sie mich fragen danach. Sie haben eine ganz schlimme Eigenschaft. Sie wecken den Traum, wir könnten weitermachen wie bisher. Und das ist das ganz Entscheidende. Das ist eines der Themen, die, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit auf der Welt hätten, in der Krieg nicht ganz so nah stünde, mindestens genauso wichtig wären. Wir müssen erkennen, dass die Art, wie wir mit Ressourcen umgehen, und Energie ist ja nur ein Teil der Ressourcen, die wir verschwenden, viele andere Ressourcen sind auch fast genauso aufgebraucht wie die Energieressourcen. Ja? Also selbst wenn wir heute das Perpetuum mobile erfinden würden, also freie Energie oder irgendetwas, es würde wahrscheinlich unser Lebensstil so verändern zum Negativen, dass es sogar zum Nachteil der Natur wäre und unserer Versorgungssicherheit mit Ressourcen, unser Nachteil. Das heißt, es ist für uns ganz wichtig, dass wir nicht auf freie Energie setzen, dass wir erkennen, dass wir mit den Ressourcen sparsam umgehen müssen. Das ist die ganz wichtige Botschaft. Und ich sage es heute mal ganz klar, ich will heute keinen mehr hören, der mir über irgendwas von freier Energie erzählt. Ich werde sonst grantig. Ja. Nein, nicht ernst gemeint. Wer etwas Konkretes hat, soll zu mir kommen. Aber bitte behaltet das im Auge. Freie Energie rettet uns so schnell nicht. Ja. Weil die Rothschilds haben in der Schublade und die rücken es nicht raus. Kleiner Scherz.
Wir müssen mit den Ressourcen haushalten. Gott hat uns, ich sage das bildlich, diese Erde ist ausgestattet, Gott hat uns ausgestattet auf dieser Erde mit allem, was 7 oder 9 Milliarden brauchen, um glücklich zu leben. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen. Und wir können glücklich und zufrieden mit einer extremen Lebensqualität leben, wenn wir die Sachen wertschätzen. Ich bin ein begeisterter Materialist. Ich liebe die Materie. Ich liebe den Barz, auf dem ich hier stehe. Ich liebe die Ressourcen, die wir gekriegt haben. Deshalb bin ich Materialist, weil ich diese Schöpfung liebe. Materialist in dem Sinne, dass ich Materie liebe. Ja? Das Gegenteil von dem, was normalerweise, was man Materialisten danach nachsagt, das, was wir als Materialisten bezeichnen, sind Materiehasser, Materieverächter. Lieben wir, was wir haben, das ist auch eine Form, diese Schöpfung zu lieben. Das ist etwas, was ich auch jedem hier mitgebe. Denn die Sparsamkeit, es wäre ganz wichtig, dass die Politik und die Industrie täte. Aber jeder von uns kann es tun. Wir können, jeder von uns, auf lange Zeit schauen, dass wir nicht übermäßig Wohnraum verschwenden, dass wir in gedämmten Wohnräumen leben, in einer Etagenwohnung beispielsweise besser als in einer Villa, dass wir, wenn wir dringend ein Auto brauchen, uns einen alten Lupo 3 Liter kaufen, wenn wir den nicht kriegen, einen Polo Promotion oder eines der Autos mit unter 4 Liter, dass wir schauen, dass der Wohnort an den Arbeitsplatz herankommt, damit wir mit dem Fahrrad das Ganze bewältigen können. Man kann das Auto verkaufen, wir haben das vor 20 Jahren gemacht, das Leben wird ruhiger. Ich denke, ihr alle werdet bedächtig kaufen, das ist auch eine wichtige Folge. Und jeder von uns kann es bewerkstelligen, mit einem Viertel des bundesdeutschen Durchschnitts Energieverbrauchs und Ressourcenverbrauchs zu leben. Das ist auch ein Beitrag zum Frieden. Vielen Dank. Er wollte nämlich noch was ganz Dringendes zu uns sagen. Jetzt traust du dich, komm. Wir arbeiten für den Frieden, für die Liebe. Das möchte ich nur sagen. Hier haben wir noch eine Wortmeldung. Ja, hallo, mein Name ist Dennis. Ich wollte mal was zu dem Herrn kurz noch sagen. Ich wollte ihm nicht widersprechen, aber jeder weiß, jeder hört von unseren Politikern, wir brauchen Wachstum. Und wenn wir das Wachstum durch ein anderes Finanzsystem abstellen, braucht man kein Wachstum mehr, und das Bruttosozialprodukt jedes Jahr erholt oder das Bruttoinlandsprodukt. Und zum Thema freie Energie, sowas wird es wohl geben, wenn die Erde sich dreht, ist irgendwo der Energie vorhanden, die die Erde dreht. Und es gibt auch Magnetronenmotoren, die kann man sich angucken im Internet, die drehen sich ohne irgendeine Kraft, ohne eine Verbrennung. Da kommt die Energie einfach und das dreht sich. Also sowas gibt es. Natürlich muss man jetzt sparen. Wir alle müssen sparen, aber nur in dem System, weil sonst würde uns ja das Wachstum aufbrechen. Das wollte ich schon bemerken nochmal sagen. Ganz kurz, aber ich wollte jetzt nicht widerlegen. Ja. Und eins erstmal volle Zustimmung. Ich habe hier auch schon über das Geldsystem gesprochen. Es ist ganz wichtig, dass wir erreichen, dass wir es zum Thema machen, dass wir eine Vollgeldreform erreichen. Es ist vollkommen richtig, dieses Finanzsystem erfordert das Wachstum und ohne Wachstum ist beim bestimmten Finanzsystem ein Crash vorherbestimmt. Und das ist kurios, weil das Thema vielleicht bei Gelegenheit nochmal auf. Zum Thema freie Energie, also die Energie, die in allem drinnen steckt, wir müssen unterscheiden, vielleicht gehe ich da, wenn es euch interessiert, ganz kurz auf diese Thematik ein. In jedem Stecknadelkopf steckt unglaublich viel Energie drinnen, was wir beispielsweise bei der Kernkraft rausholen, also in der Materie gespeicherten Energie, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was drinnen ist. Natürlich ist in der Erdrotation und so weiter unglaublich viel Energie drinnen. Ich weiß nicht, wie ich aus der Erdrotation Energie raushole. Es gibt freie Energie. Ein Beispiel für freie Energie ist zum Beispiel die Solarenergie. Und jetzt werde ich ein ganz klein bisschen physikalisch, aber vielleicht ist es doch für den einen oder anderen interessant, weil das Thema immer wiederkehrt. Es gibt Energiefelder, wie das Erdmagnetfeld, wie das Erdschwerefeld. Da steckt unglaublich viel Energie drinnen. Wenn ich einen Berg flach mache,
habe ich unglaublich viel Energie gewonnen, indem ich alles runtergeholt habe. Geht aber nur einmal und dann ist der Berg flach. Das heißt, viele von dieser Energie ist zwar irgendwie vorhanden, aber sie fließt nicht permanent. Im Magnetfeld genauso. Es ist ein immer wiederkehrendes Beispiel, dass man versuchen möchte, in einem Energiefeld wie dem Magnetfeld eine Kreisbahn zu fahren und dadurch Energie zu holen. Damit beschäftigen sich 90% aller freien Energiefanatiker. Das ist so, wie wenn man eine Straße bauen wollte, die so trickreich gebunden ist, dass ein Auto, das drauf fährt, einfach Bewegung bleibt, weil es immer runterfährt und doch nicht runterkommt. Dafür gibt es für mich keine Lösung. Das andere ist Energiefluss. Ja? Ein Energiefluss, ein schönes Beispiel, und jetzt sind wir bei echter freier Energie, haben wir bei der Sonne. Ja? Hier haben wir einen unglaublich energiestreichen Stern, der auch permanent verbrennt. Also die Sonne verbrennt Milliarden Tonnen Wasserstoff permanent und verströmt diese Energie zu uns. Und wir, bei uns kommt pro Quadratmeter ein Kilowatt an. Ja? Das ist also so viel wie 10 Menschen eine Stunde lang ungefähr leisten können, wenn sie sich sportlich betätigen können. Das ist eine ganze Menge. Ja? Und wir spüren, dass diese Sonne verbrennt uns. Und wir können Solarzellen hinstellen, die schon mit einem Wirkungsgrad bis 20% das umsetzen können. Das ist eine tolle Geschichte. Das habe ich gemacht und ich bin begeistert davon. Aber diese Solarzellen, nur um es mal in Relation zu stellen, erzeugen die Energie ungefähr so teuer, wie wenn wir Erdöl verbrennen. Und auch mit einem ökologischen Rucksack, nur am Rande. Aber sie sind sehr effiziente Nutzer einer Energie, die für uns alle sichtbar, spürbar ist, die man gar nicht übersehen kann, weil sie die ganze Erde überhaupt am Leben erhält. Wenn wir jetzt also von einer freien Energie sprechen wollten, dann müssten wir von einer Energie sprechen, die bis jetzt mit keinem Messgerät überhaupt wahrgenommen werden konnte, also weit entfernt von 1000 Watt pro Quadratmeter, die man pro Quadratmeter mit so einer Maschine auffangen könnte, dass zu viel Energie gewonnen wird. Also wir sprechen von einer Energie, die wir nicht mitgemerkt haben bis heute, die aber stärker sein müsste als die Energie der Sonne, damit wir sie nutzen könnten. So. Nur, dass sich das mal jeder vergegenwärtigt. Ich kann es nicht ausschließen. Aber nur, damit klar ist, wovon wir sprechen. Ich kenne sie nicht, ja. Und die Magnetmotoren, ich habe keinen live laufen hören. Ich habe auch von Leuten gehört, die aus der freien Energiebewegung kommen. Die haben gesagt, da gibt es irgendwelche Dinge, die drehen sich selbst erhalten, irgendwie sind die, haben gerade die Lagerreibung überwunden. Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht gesehen. Wir sind weit entfernt davon, irgendetwas in der Hand zu haben. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir morgen alle mit Elektroautos und freier Energie rumfahren, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass man, wenn man irgendwie Fortschritt haben will, muss man erstmal das Wachstum abschaffen aus dem System. Und dann kann man über so eine Dinge reden und die wird es garantiert geben. Und danke. Ja, eins unserer großen Übel, das Zinseszinssystem und das dadurch immer wieder notwendige Wachstum. Weil wir müssen die Zinsen erwirtschaften und die Zinseszinsen erwirtschaften. Und natürlich ist das mit eins der Grundübel unseres kapitalistischen Systems. Ganz klar.